So, Xodi, benutzen wir das. Und da hat es wieder Alof erwischt. Okay. Ich würde vorschlagen, wir schicken Edda vor, dass er das Totem zerhackt. Der Rest hält sich zurück und schaltet die Krieger aus, die da auf uns zugerannt kommen, sobald wir das Totem triggern. So. So kommt nicht mal der Korallenpriester hervor, merke ich gerade. Der sollte aber auch hier irgendwo rumlungern. Oh, Böller und Tränke. Ah, okay. Dann bleibt er eben da, wo er ist. Wer greift uns an? Ich sehe nicht mal, dass wir angegriffen werden. Wir sind aber auf jeden Fall schon mal aus dem Angriffsradius raus und sind beim Leuchtturm. Ach, supi. Jetzt habe ich es kapiert. Dann sollten wir uns zuerst darum kümmern. Also ja, der Korallenpriester, der will nicht mehr hier rauskommen, habe ich so das Gefühl. Das heißt, bevor wir hier lang gehen zum Leuchtturm. Ja, hier könnten wir hochklettern und zum Leuchtturm kommen, ja. Müssen wir erstmal hier lang gehen. Hier ist gerade nichts. Okay, wir sind jetzt voll mit Munition. Was für die nächste Schlacht definitiv gut ist. Ja, ich habe so eine Vermutung, dass es hier zum Büro des Kommandanten geht. Jedenfalls, was das von noch übrig ist, wenn ich mir das so ansehe. Ja, und die da sind mein Problem. So, Nagas sind weg. Ja, das hier ist wohl ja das Büro des Flottenmeisters. Damit sind wir jetzt einmal durch die Festung so gesehen durch. Können in aller Ruhe jetzt uns hier noch umschauen. Eine gute Pistole und Brief von der Fern. Dieser Brief ist in einer engen, sorgfältigen Handschrift verfasst. Co, du weißt, ich bin nicht anfällig für Aberglauben, aber ich sage dir, diese Träume haben etwas zu bedeuten. Ich kann dir zwar nicht sagen, was, aber ich weiß, dass ich jede Nacht dreimal davon aufwache. Auch wenn die
Auch die anderen, die auf den Höfen arbeiten, allesamt gläubige Eotasianer, haben sie. Ich werde dir nicht sagen, wie du deine Festung zu führen hast, aber ich bin für meine Brüder hier verantwortlich. Wir haben unser Zuhause und unsere Familien mit Service zurückgelassen und nun sehen wir seltsame Dinge und arbeiten neben einem Riesenhaufen Schwarzpulver. Oder hast du etwa gedacht, ein arrogant, ein ignoranter Hinterwäldler wie ich würde das nicht bemerken? Lefern. Ja, Lefern hat definitiv nicht Eotas angelockt, aber er hat gewusst, dass er kommt. Maya räuspert sich einmal und noch einmal und hebt dann ihre Augenbrauen zu deinen empor, als sein Blick in ihre Richtung schweift. You wanted something, Captain? Oh, du wolltest etwas, Captain? Du hast doch versucht, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Ist dir etwas eingefallen? Nein. Ist dir etwas eingefallen? Das könnte man so sagen. Go ahead and say it. You're halfway toward all right. Ich werde es jetzt einfach aussprechen. Du bist halbwegs in Ordnung. Maya schürzt die Lippen und betrachtet dich prüfend von Kopf bis Fuß. Du bist auch nicht gerade schäbig, Soldat. Nur halbwegs ist das alles. Danke, schätze ich. Es ist nicht etwa so, dass ich mich nicht geschmeichelt fühle, aber... Danke, schätze ich. Harmless compliment. I promise. Ein harmloses Kompliment, ich verspreche es. Dumb question, but here I go anyway. Hast du jemals... Puh, eine dumme Frage. Wer sie dir denn noch stellen? Maya verschränkt die Arme und verschiebt das Gewicht von einem Bein auf das andere. You ever gotten close to someone, even though it just wasn't... ordinary? Bist du jemals jemandem nahe gekommen, auch wenn es nicht normal war? Du meinst wie zum Beispiel mit einem anderen Mann? Nein, natürlich. Es ist einmal ein Gott auf mich getreten. About kicks the legs out from under ordinary, doesn't it? Ja, das bedeutet dann auch schon das Ende von normal, oder etwa nicht? What I'm talking about is a scenario where a difference in rank can get in the way of enjoying shore leave. Ich rede von einem Szenario, bei dem der Unterschied im Rang dazu führen kann, dass man den Landgang nicht richtig genießen kann. Ah, du meinst ein Rendezvous zwischen dem Captain und jemandem aus seiner Mannschaft? War da jemand ein sehr schlimmer Seemann? Ich bin noch nicht sehr lange ein Kapitän, musst du wissen. Ich glaube, ich ahne, worauf das hinausläuft. Belassen wir es doch bei einer rein beruflichen Beziehung, okay? Ich bin noch nicht sehr lange Kapitän. Well, that's why we have these little chats. Nun, genau deshalb unterhalten wir uns ja hin und wieder. Wir kennen uns doch kaum. I'm just testing the direction of the wind here. Best not to overthink it. Ich versuche hier nur die Richtung des Windes zu überprüfen. Es ist am besten nicht zu viel über die Sache nachzudenken. Auf der Defiant stellt der Captain die Regeln auf. Die Winde sind ruhig, aber das könnte sich ganz unversehens ändern. Der Rang spielt eine große Rolle. Das führt im Zweifel nur zu Komplikationen. Ich glaube, es ist vielleicht wichtiger, dass wir Freunde bleiben, Maya. Nehmen wir mal die zwei wieder. So ist das nun mal mit den Winden. Sie glänzt. I've enjoyed that sort of arrangement before. Nothing to suggest, I won't enjoy it again someday. Ich habe die Form der Absprache schon wiederholt genossen. Es spricht nichts dagegen, dass ich sie nicht eines Tages genieße. Maya stemmt die Hände gegen die Hüfte und lächelt in sich hinein. Natürlich nur rein hypothetisch gesprochen, ne? It's all hypothetical here. Natürlich, hier ist alles hypothetisch. Well, I've laid out my thoughts. You must have a couple. Nur meine Gedanken dazu kennst du jetzt. Du musst auch welche haben. Ich mag dich, Maya. Sehen wir, wohin das führt. Nein, ich bin gerührt, aber halt mir das Ganze professionell. Say no more. I'll give you some room to breathe. Come on, Ishii. Du musst nichts mehr sagen. Ich werde dir ein wenig Raum zum Nachdenken geben. Komm, Ishii. Maya schnürt mit der Zunge, um Ishiza herbeizurufen. Bewusst drängt sie dich an den Rand ihrer Aufmerksamkeit. Ja, ich sehe halt selber immer noch nicht meine Reputation mit den anderen. Wahrscheinlich, weil ich im Expertenmodus bin. Die sollte nämlich angeblich hier unten aufgeführt werden. Also hier im unteren inneren Kreis. So wie eben bei den anderen auch. Ja, Xoti mag Palegina zum Beispiel nicht, mag aber dafür Maya und Xeraphin schon ein bisschen. Alof mag sowieso niemanden, außer Xoti bis jetzt ein bisschen. Und Maya ist noch nicht mit irgendjemandem warm geworden oder hat jemand Abneigung gegenüber.
Ja, Maya ist nur gegen Pohuana und gegen Grausamkeit gegenüber Tieren. Aber dafür ist sie pro Rautai und mag Einfallsreichtum. Und wenn ich das so richtig sehe, sind bis auf Alof gerade alle unbeschwert. Flecken von Siegelwachs kleben an der Spitze der Klinge. Mhm. So, jetzt da wir das geregelt haben, dürften wir eigentlich ohne Probleme zum Leuchtturm kommen. Ja, so eine Festung zurückzuerobern, ist schwierig. Du denkst an die Füße, die quer über Kit Nua gestampft sind. Ja. So, hier kommen wir zum Leuchtturm. Den können wir mal umgehen fürs Erste. Gucken, was weiter nördlich ist. Sieht so aus, als bräuchte Eotas nicht mal eine direkte Berührung mit dem Adras oder müsste einfach nur nah genug rangehen. So, und das wäre die Mauer, die wir hätten hochklettern können. Da hätten wir uns die ganze Sache mit den Nagas größtenteils sparen können. Also wir hätten nur hier hoch müssen, nicht in den Kanonenwehrgang, sondern... Ja doch, hier hoch. Also die Nagas hätten wir ausschalten müssen, da hätte es kein Vorbeikommen gegeben. Ist ja auch Wahnsinn, was hier alles an Löchern reingerissen wurde. Es ist kein Wunder, dass die Nagas hier alles übernehmen konnten. Und nachdem 80% von Eotas getötet wurden. Also ja, wir hätten hier hoch müssen. In den Kanonenwehrgang nicht mal rein, sondern nur die Treppe hoch. Hier rüber. Zu dem Gebiet, dann in die Küche. Bei der Küche hätten wir den Speisesalz schwimmen können. Da raus, hier hoch und dann wären wir hier gelandet. Ach, das sind wir hier auf der Karte, wenn ich sie öffne. Das finde ich auch lustig. So, hier müssen wir hin. Und ja, da sieht man, wie unsere Phantome zurückbleiben auf der Karte und nur wir unsere Kreise sich bewegen. Ja, im Leuchtturm sind Naga, yay. Im Leuchtturm ist es bis auf ein sanftes zischendes Flüstern leise. Es wiederholt sich und wirkt wie Gesang. Doch als du die Grenze überschreitest, schert eine alte Naga aus ihrer Haut wie aufgebrochenes Leder. Sie dreht sich mit einem einzigen abgebrochenen Hauer zu dir. The sea-striped fiends send you to uproot the tree of the gods, yes? Their blasphemy knows no bounds. Die ozeangestreiften Monster schicken dich, um den Baum der Götter zu entwurzeln, ja? Ihre Blasphemie kennt keine Grenzen. Give the order, Captain. Or just nod. I'm not picky. Gib den Befehl, Captain, oder nicke einfach. Ich bin nicht wählerisch. Mayas Oberlippe verzieht sich zu einem Grinsen. Xoti kaut auf ihre Unterlippe herum, um ein Lächeln zu verbergen. Sein Kopf zieht in ihre Richtung, während seine Zunge flattert. So, the fiends corrupt even the sand-striped ones. Now I taste their stench on her. Aha, die Monster korruptieren also auch die Sandgestreiften. Ich schmecke ihren Gestank auf ihr. Ja, weil sie halt eine Meeramaunerin ist und die anderen, die sie meinen, sind Küstenamauner. If you join them in befouling the Adra, then you will join them in death too. Wenn du dich ihnen beim Entweihen des Adras anschließt, dann wirst du dich ihnen auch im Tod anschließen.
Ja, bei diesem Abschlachten geht es also nur um den Adra. Sie sind ehrenhaft gestorben. Ein bisschen mehr Respekt. Ruhe, ihr beide. Ich bin nicht hier, um einen Haufen Leichen zu betrauern. Angreifen, ich habe genug gehört. Bei diesem Abschlachten geht es also nur um den Adra. The Tree of the Gods, yes. Which these fiends plunder and profane.